Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Good Times. Und ja, heute ist mein zweiter Tag hier auf dem Server. Und wo ich hier gerade bin, fragt ihr euch vielleicht auch. Und zwar bin ich in einer kleinen Farmwelt hier von diesem Server. Die gibt's nämlich auch und die werden auch jeden Tag resettet, habe ich gesehen. Das hatte ich letzte Folge irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe da gar nicht auf diese ganzen Schilder geguckt, die es da noch gibt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier ein ganz klein bisschen Essen geholt. Aber es ist auch gerade Nacht und eigentlich unmöglich hier sich großartig was zu holen. Das ist halt echt scheiße hier gerade. Und Alter, guckt euch das an, diese scheiß Skelette. Ja, geil. Schon wieder gestorben hier am Anfang. Ey, es kotzt mich einfach nur an. Wo ist das jetzt? Hier, Farmwelt 1. Es gibt sogar zwei immer, die man betreten kann. Und anscheinend ist auch immer eine andere Tageszeit in den Farmwelten als in den, ja, in der normalen Welt. Und das ist ganz interessant. Ich glaube zumindest, dass ich vorhin noch Tag hatte in der normalen Welt und dann hier eben Nacht. Also, ja, es scheint schon so zu sein. Und ich guck mal, ob ich jetzt hier meine Sachen wieder kriege. Ich hoffe es doch mal. Alter, und hier sind so viele Viecher. Ich habe hier null Chance, gell? Null. Wirklich, als ich vorhin so reingejoint bin, da habe ich auch so gedacht, ich komme an keinen Viechern vorbei, weißt du? Man kann hier gar nicht in Ruhe farmen. Und ja, das ist schon ziemlich scheiße. Und das war jetzt auch mein erster Tod hier auf dem Server. Die werden auch nicht angezeigt, oder? Nee. Naja, gut. Dann ist ja eigentlich egal. Mich würde aber auch mal interessieren, wie viele Tote die anderen so haben. Und was ist das hier eigentlich jetzt? Hä, ist das Trockenbeton? Ah, nee, Lehm. Das sah so anders aus. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls wollte ich jetzt mal durch die Stadt gehen und eine kleine Rundtour machen. Ich hätte eigentlich noch viel mehr farmen wollen hier in der Welt, aber ich hatte jetzt doch nicht die Zeit, weil ich gleich noch eine andere Aufnahme habe. Und ja, ich wollte es euch auch mal gezeigt haben hier. Und ich denke mal, das ist ganz gut so. Und ja, jetzt ist natürlich hier wieder Nacht und es sind auch zu viele Leute gerade online, dass ich jetzt sie überspringen könnte. Aber es ist ja auch cool so, wenn viele Leute aktiv sind. Und vielleicht sehen wir es auch bei Nacht gerade gut, wo eben alles schon gebaut wurde, weil ja da meistens beleuchtet ist, ne? Also was haben wir hier zum Beispiel? So ein Berg oder so ist das. Dieser Unterra-Bereich gehört Nummer unbekannt. Was? Für circa einen Monat? Lol. Okay. Ja, die Spruce Store ist gesichert, also man kann auch Sachen sichern. Aber man sieht da kurz, wie es da aussieht, ne? Und ja, mal gucken, was es noch so gibt. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Berg. Okay, wir gehen mal da hinten hin, weil ich denke mal, da haben sich die meisten Leute angesiedelt, ne? Und, ja, mal schauen, was es da so gibt. Also, gibt es hier einen Weg eigentlich? So richtig nicht, ne? Naja, egal. Moment, ich mach mal kurz was. So. Und, ja, ich muss mal gucken hier. Also, hier gibt es so eine Brücke irgendwie, wo man eben rüberlaufen kann, logischerweise. Und da kommt man dann zu den anderen Spielern. Ah, die Brücke war gestern noch nicht da. Die ist, glaube ich, neu. Und das ist ziemlich cool, was da so in kurzer Zeit halt alles entsteht. Ja, was haben wir da oben? Soll wahrscheinlich so ein Haus werden oder so, keine Ahnung. Ja, gibt's hier noch irgendwas? Das sieht schon cool aus mit den ganzen Bergen, ne? Also es ist halt eine Amplified-Welt, glaube ich. Und ja, schon nicht schlecht, ne, würde ich sagen. Gucken wir mal da oben hin. Aber wie kommt man da hin am besten? Lukas Life, really? Ist er gerade in meiner Nähe? Ich glaube nicht. Naja, gut. Ich denke mal, wir müssen da wieder zurück, damit man da hochkommt. Und ja, mal schauen. Ja, da gehe ich erstmal hier kurz rüber. Und ja, mal sehen, was ich dann als Thumbnail noch nehme. Muss ich mal gucken. Und ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich brauche mal was zu essen unbedingt. Ah, shit. Kann ich eigentlich einfach auch Tiere in der Stadt töten? Ich weiß gar nicht. Ich habe übrigens auch letzte Folge ja bei mir die Mine angefangen, ne? Und ja, das war natürlich auch ein bisschen blöd, weil ich glaube, hier werden nicht mehr Erze generiert in der Welt. Das gibt's halt eigentlich nur in den Farmwelten. Zumindest ist die Farmwelt auf jeden Fall dafür da. Ah doch, hier wurden Erze generiert, okay. Aber die Farmwelt ist halt dafür da, dass man da eben was farmt, ne? Und nicht hier. Und deswegen werde ich hier wahrscheinlich auch erstmal nichts mehr machen. Ja, mal gucken, wenn ich Zeit habe, mal ordentlich in die Farmwelt zu gehen. Ich hoffe es doch mal bald. Und, ja, kriege ich hier einen Huhn raus? Nee.
Ja, ich will mal nicht so viele Tiere töten. Ich habe jetzt schon wieder 2 Schweine gekillt. Tut mir leid. Aber ich brauche eben das Essen jetzt am Anfang hier. So, Erde, okay. Ja, aber hier entstehen auf jeden Fall ein paar Sachen. Einige Kisten sind hier schon. Dann Enchantment Table schon. Okay. Da hinten, was ist da noch? Da ist was im Berg. Kann ich jetzt von hier auch nicht erkennen. Na, ich guck mal. 3 Sekunden. Hm, keine Ahnung, was sie da schreiben. 3, 2, 1. Hä? Ich hoffe immer, dass ich nicht gemeint bin, ey. Ich habe immer Angst. Naja, aber ist wahrscheinlich unberechtigt. Such mir einen anderen Server. Hä? Als ob. Was ist mit dem los? Hm, naja, keine Ahnung. So, kommt man hier irgendwie rüber? Ah, da ist auch mein anderer Server gerade online. Also, nicht den, den er gemeint hat jetzt hier, ne? Sondern ein Aternos-Server. Und da muss ich mal kurz aber drauf joinen, eigentlich. Deswegen, ja, muss ich jetzt hier eigentlich mal kurz eine Pause machen. Oder? Hm. Ja, ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ich gehe jetzt erstmal lang und wir schauen mal, was so draus wird. So. Okay. Ja, hier gibt es auf jeden Fall schon jede Menge mehr. Ich denke mal, das kann man auch als Screenshot mal machen, so. Und ja, so ein bisschen bei Nacht ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Vielleicht auch sowas hier. Komm, das mache ich jetzt einfach mal. So, ich habe mal einen kurzen Schnitt gemacht und jemanden noch geschrieben. Und ja, was gibt's hier noch so? Wir bauen Berge und Austria, okay. Also halt irgendwas mit Österreich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, sind Truhen eigentlich immer automatisch gesichert, wenn man die setzt? Hm, ich weiß es nicht genau. Könnte auf jeden Fall sein, muss ich mal austesten. Obwohl, wie will man das austesten? Da muss ich einfach mal nachfragen oder so. Ja, und dann mal schauen. Auf jeden Fall gibt es hier noch so ein paar Sachen. Ja, man sieht halt schon noch, dass es so am Anfang ist, das Projekt, ne? Also, so viel ist jetzt vor allem bei manchen Leuten noch nicht passiert, aber... Ja, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und das da erinnert mich sehr an Minecraft Attack 3 mit dieser Zwergenstadt. Das waren Zeiten. Ja, und was gibt's hier noch? Austria Gaming TV, ach so. Okay. Oder Austria, ich spreche das wieder falsch aus hier. Aber das ist auch ein cooles Design, so mit Stein in der Decke halt einfach und dann hier so. Aber das ist ein bisschen ein Fail. Hä? Warum hat er nicht das einfach so fortgeführt, wie es hier war? Dann wäre da hinten das auch richtig. Hä? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Design hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das ist eigentlich ziemlich aufwendig, ne? Ich meine, du musst hier die Zäune nehmen und dann das noch verbinden mit den anderen Holzfarben auch noch und diese ganzen Slabs und so weiter. Ist schon nicht schlecht, da kann man sich was abgucken. Aber gut, sowas merkt man sich auch nicht so einfach, ne? Da müsste ich dann hier ständig herlaufen, wenn ich das mal nachbauen wollte. Und naja, mal sehen, ob ich das mache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gibt's da hinten noch was? Ja, da ist ein bisschen Lava. Es täuscht auch immer, da denkst du, da ist irgendwer und wohnt da. Naja. Das erinnert mich aber auch ein bisschen an Craft Attack 4, ne? Wenn man jetzt hier so sieht, die Brücke der Freundschaft sozusagen ist das. Und das sieht aus wie G-Times Grundstück damals. Ne? Das ist irgendwie so eine Mischung hier, dieses Areal aus allen Projekten, die es gibt. Ja. Je nachdem, von wo man eben guckt. Ich denke mal, von da vorne, die Schweine, die kann ich mir mal nehmen, ne? Die sind nicht so wichtig. Da, ja, kill ich die mal eben. Weil, ja, wir haben hier 4 Stück und in der Nähe sind auch noch ein paar mehr. Das heißt, die kann ich durchaus mal mitnehmen. Das sollte schon gehen. Ich will halt immer niemandem was wegklauen. Das ist so immer ein bisschen blöd. Und, oh, da ist ein Creeper. Da sollte ich auch schleunigst weg. Ja, wir gehen mal da oben hin noch zu dem anderen Haus. Vielleicht sind da ja noch mehr Spieler. Und ich denke mal, da beende ich dann auch die Folge. Und ja, mal sehen, was noch so alles passiert. Da hinten waren wir ja schon. Und ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ich weiß gar nicht. Kann man sich eigentlich auch ein Grundstück sichern? Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Aber einzelne Blöcke auf jeden Fall. Und so Türen und so haben wir ja gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch bei Zauntoren und anderen Türarten geht. Also bei Falltüren vielleicht oder keine Ahnung. Kann ja sein. Aber man kommt da irgendwie nicht hoch, ne? Das ist irgendwie unmöglich gerade. Ich meine, ich kann mich hochstecken, aber das ist ja auch immer hässlich, ne?
Beziehungsweise ich mache das jetzt einfach mal mit Erde. Es wird schon gehen. So. Ja, ist halt manchmal komisch, dass man einfach nirgendwo langkommt. Ja. Aber hier, na gut, da ist noch nicht so viel passiert. Das ist nur ein bisschen mit Glas und so. Keine Ahnung. Ja, gucken wir nochmal hier lang. Ich denke mal, so viel ist hier nicht mehr passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute jetzt überhaupt hier drauf spielen. Ich glaube so 20 bis 30 oder, ja, wahrscheinlich noch mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich müsste mal die Grundstücke zählen. Viele haben sich vielleicht auch unterirdisch was gebaut, also, ja, so richtig kann man das vielleicht auch gar nicht. Naja, ist aber jetzt auch egal. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von dieser zweiten Folge hier. So eine kleine Rundtour. Nächste Folge mache ich dann an meinem Grundstück weiter. Und ich hoffe, bis dahin habe ich ein bisschen mehr schon gefarmt. Gut, dann jetzt erstmal tschüss.